Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum nächsten und vorerst letzten 25-Jahre-Set-Review auf diesem Kanal. Heute mit dem Midi-Scale Millennium Falcon oder Starship Collection Millennium Falcon. Ist ja nicht so, als hätte ich den Millennium Falcon schon in vielfacher Ausfertigung. Nein, ich brauche ihn natürlich auch noch als Starship Collection Midi-Scale-Set. Eine Sache, die mir erst beim Kauf aufgefallen ist, ist, dass jedes Schiff aus dieser Starship Collection eine andere Box hat. Also nicht vom Design her, aber auf jeden Fall vom quadratischen, praktischen Guten her, denn diese Box ist vergleichsweise echt dick. Ihr könnt euch die Breite ungefähr mit den Helmen aus der Helmet Collection vorstellen und genauso designfrei ist diese Box auch gestaltet. Wir haben hier vorne den Millennium Falcon, schwer zu erkennen mit diesem blauen Schimmer im Hintergrund. Das mag ich ja total, aber für 25 Jahre weiß ich ja nicht. Wir haben da unten das Lego Logo, diese in Paint umgeänderten Steine, Star Wars und nochmal das 25 Jahre Logo dort oben. An der Seite nochmal diesen schönen Shot von oben drauf mit Starship Collection, da der Millennium Falcon und oben nochmal Lego Star Wars. Die andere Seite ist das genaue Gegenteil, nämlich sehr, sehr unspektakulär. Und natürlich existiert noch die Rückseite, wo wir den Millennium Falcon ja aus einem anderen Winkel sehen. Dort nochmal die Maße und dort, wie er aus dem Hyperraum kommt oder in den Hyperraum reinspringt. Schwer zu erkennen. Ja, das Unboxing-Erlebnis für diese Box ist, wie bei jedem anderen Set auch, mit einem Cuttermesser am besten machbar. Beten wir dafür, dass ich nicht in die Lasche reinschneide, wie beim vorletzten Mal. So, nur mal so ein kleiner random Fakt nebenbei. Mein erster Millennium Falcon von Lego Star Wars ist der gewesen, welcher in der Star Wars Episode 7 Welle rausgekommen ist. Also noch nicht mal ein Millennium Falcon aus der Original Trilogy, sondern aus den Sequels. Was im Nachhinein sehr, sehr peinlich ist für mich selber. Aber naja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welcher euer erster Millennium Falcon war oder ob ihr noch gar keinen habt. Die Box kommt in den Hintergrund und wir haben hier insgesamt 11 Tüten an der Zahl. Zu meiner Überraschung keinen Stickerbogen, eine Anleitung und einmal dieses Triebwerkteil dort lose im Karton zu liegen gehabt. Eine Sache, die mir bei den Sets in letzter Zeit aufgefallen ist, ist, dass wir keine Tüten-Doppelplatzierung mehr haben. Also Tüte 1 und noch eine Tüte 1. Nein, wir haben jetzt wirklich strikt Tüte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so fort. Und etwas Ähnliches ist mir auch bei der Anleitung aufgefallen, denn dort beginnen wir mit Werbung für die Bilder-App. Das ist neu. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass einem nicht mehr gezeigt wird, was jetzt in Tüte 1 gebaut wird, was in Tüte 2 und was in Tüte 3 und so weiter und so fort. Nein, ihr legt direkt mit Tüte 1 los, ohne eine nette Vorschau zu haben. Stattdessen haben wir eine ganze Seite dem Teiletrenner gewidmet. Was Besseres könnte ich mir nicht vorstellen. Eine Sache, die uns stetig durch diese Starship Collection begleitet, sind einmal die Worte des Designers. Diesmal mit der Überschrift, we have a really good feeling about this. Was ja auch nicht ganz richtig ist. Ich meine, das ist aber jetzt mal auf die Designer bezogen und nicht auf einen tatsächlichen Satz in Star Wars. Und ein Bild am Filmset. Hier mit dem Millennium Falcon. Bei der Tente 4 war es logischerweise die Tente 4, aber in einem wesentlich kleineren Format. Ich finde es richtig cool, in der Anleitung ein bisschen behind the scenes zu sehen, was nicht unbedingt mit Lego zu tun hat, sondern mit Star Wars direkt. Klar, man könnte sowas auch im Internet nachgoogeln, aber dazu bin ich zu faul, deswegen finde ich es schön, wenn es bei Lego auch drin ist. Und dann haben wir hier The Fastest YT 1300 Space Fracture in the Galaxy. Was? Frag? Na egal. Und noch Details Death Star Destroyer. Das muss ich mir mal durchlesen, was diese Überschrift zu bedeuten hat, weil es ist ja offensichtlich kein der Star Destroyer. Und natürlich nochmal 25 Jahre auf Lego.com. Das darf nicht fehlen. Hinten auf der Anleitung Star Wars, dann die Teilauflistung, nochmal Werbung für das Product Feedback. Wenn es aufgebaut ist, sollte es so aussehen. Ich denke, ich kriege das hin. Was ich beim Durchblättern auch entdeckt habe wieder, ist, dass ihr hier die kleinen Minifiguren mit Stats baut und R2-D2 ein bisschen was dazu einblendet. Das ist ja bei jedem Starship aus der Starship Collection bisher so gewesen. Davon können sie ruhig in der Zukunft mehr machen. Und da bin ich auch schon fertig mit Bauen. Das Ganze hat jetzt relativ lange gedauert. Ja, relativ ist die Bedeutung von gut 4 Stunden. Dieses ganze Teil besteht aus mehr Kleinteilen, als ich gedacht hätte. Und es gibt es Großartiges über dieses Set zu erzählen. Es ist ein Millennium Falcon. Das war's mit dem Review. Vielen Dank fürs Einschalten. Nee, halt, bitte noch nicht machen. Es gibt doch noch einiges zu erzählen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie Lego sich dazu durchgerungen hat, aber dieses Set verfügt über keine Sticker. Das heißt, dass dieser 25-Jahr-Brick, diese Plakette dort, die Details hier vorne drauf, die Details hier an den Seiten, hier hinten und rechts am Cockpit alle bedruckte Teile sind. Ja, weil ich hier den Millennium Falcon schon so schön halte, ihr könnt ihn ganz einfach aus der Verankerung lösen. Dort gibt es hier nämlich auf der Unterseite ein Einsteckloch, wo wir dann dieses Standwerk hier einfach nur reinstecken müssen. Ein sehr, sehr simples Prinzip, keine Technikachsen, nur Loch.
kloppen. Ein wenig ungewöhnlich finde ich schon, dass man dieses Standwerk in Tüte 7 und 10 baut. Hier unten wird dann auch der Winkel erzeugt, mit welchem der Millennium Falcon dann gehalten wird. Es ist ein sehr, sehr seltsames Konstrukt. Ihr baut nämlich dieses Standwerk und ihr baut einfach nur drauf los und ihr wisst nicht so genau, was es jetzt werden soll. Das gesamte Set an sich verfügt übrigens über keine Play-Features, wäre jetzt gedacht. Dennoch könnt ihr hier ein, zwei Sachen drehen, wie zum Beispiel die Radarschüssel, die ist ein bisschen drehbar und nach hinten und vorne schwenkbar. Und die obere Kanone hier, wo übrigens auch ein bedrucktes Teil ist, kann man nach oben und unten schwenken. Von dort aus geht es weiter mit den wunderbaren Details hier hinten am Triebwerk. Und für den Maßstab, in welchem sich dieser Millennium Falcon befindet, ist das echt gut gelungen. Weiter geht es dann hier rundherum bis zum Cockpit wieder, wo sich ein kleines Manko auftut, nämlich diese Lücke dort, wo man die Technikachse ganz gut sehen kann, mit welchem der Winkel erzeugt wird. Besser hätte ich es in dem Maßstab wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und wenn ihr euch den Millennium Falcon von der Seite anschaut, von welchem er angeschaut werden sollte, dann fällt die Lücke hier oben auch nicht großartig mehr auf. Und ja, es gibt noch ein bisschen was über dieses Set hier zu erzählen. Es verfügt nämlich über einen Haufen kleiner Geheimnisse im Inneren. Zum Beispiel habt ihr hier links neben der Kanone darunter einen kleinen süßen Chewbacca, wie er mit R2-D2 an einem beprinteten Holodesk dieses Holoschach spielt. Dann geht es von da aus weiter hier nach links und dort finden wir Han Solo und Prinzessin Leia, wie sie gerade von C3PO, ja, bei ihrer besonderen Kussszene gestört werden. Und dann bewegen wir uns mit dem letzten kleinen Detail nach ganz rechts hier. Dort haben wir Obi-Wan und Luke Skywalker, wie sie zusammen trainieren. Ich selber finde das mega cool. Dieser Millennium Falcon hat Star Wars Geschichte mit diesen Szenen geschrieben und dementsprechend wurde das auch mit diesem Set hier gewürdigt. Und allein der Faktor, dass Lego tatsächlich im Inneren ein beprintetes Teil verbaut hat, was du nie wieder sehen wirst, das zeigt, dass in dieses Set echt Liebe gesteckt worden ist. Klar, es ist jetzt kein Set, was sonderlich billig ist und ja, es ist auch kein Set, was man sonderlich gut ausstellen kann, denn ich habe das mal da hinten wieder auf mein Regal gepackt und man sieht, man kann den Millennium Falcon nur wirklich am Anfang einer Reihe aufpositionieren, weil der eben so in die Breite geht und nicht in die Länge, deswegen ja auch dieser Standfuß mit dem Winkel. Wie immer gilt dann da meine Meinung, man muss nur wissen, wo man es kauft. Bei Lego direkt nehme ich am besten nicht. Alles in allem würde diesem Set sehr, sehr gute 9 von 10 Punkten geben. Ich meine, wir haben so viele bedruckte Teile. Wir haben wirklich einen Haufen an netten Geheimnissen im Inneren. Für den Maßstab sieht da echt gut aus. Klar, wir haben jetzt diese kleine Lücke und selbst von unten kann der Millennium Falcon einiges hermachen. Selten habe ich so ein gutes Remake gesehen. Den 1 Punkt Abzug gebe ich diesem Set wirklich nur wegen dem hohen Lego Selbstpreis. Und ja, weil es gefehlt hat, dass jetzt noch unsere kleine Tüte mit Ersatzteilen. Ja, und das war's jetzt mit diesem Set-Review. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine Bewertung da. Schreibt mal gerne zu diesem Set eure Meinung in die Kommentare. Und dann hören wir uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.